Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. One, two, three! Wie ihr es vielleicht schon im Titel gelesen habt, werde ich euch in diesem Video zeigen, wie ich aktuell so meine Notizen auf GoodNotes mache. Ich habe schon mehrere Videos zu GoodNotes gemacht. Also ich habe einmal ein Tutorial für Anfänger gemacht. Das solltet ihr euch vielleicht vorher anschauen, wenn ihr euch gerade GoodNotes runtergeladen habt oder so. Dann schaut dort gerne mal vorbei. Wenn ich dran denken sollte, verlinke ich euch das hier. Oder ist es da? Ich weiß gerade gar nicht. Ich verlinke es euch auf jeden Fall. Und ich habe auch schon mal Video zu GoodNotes Überschriften gemacht, glaube ich. Und wie ich mich in dem Schuljahr jetzt organisiere. Aber in dem Video jetzt werde ich euch zeigen, wie ich meine Notizen so mache. Ich kann euch aber ein paar von den Beispielen einblenden. Einfach, um euch auch ein bisschen Inspiration zu geben. Und da könnt ihr schon mal sehen, so um was sich das Video drehen wird. Also blende ich euch jetzt einmal ein. Also genau, das ist jetzt so eine kleine Inspo, wie meine Notizen so im Moment ausschauen. Und genau, ich habe nochmal kurze Info, ich habe das iPad Pro und ich habe das schon seit Anfang des Jahres, glaube ich. Also über ein halbes Jahr auf jeden Fall schon und genau, ich zeige es euch einmal kurz. So sieht das gute Stück aus. Ich habe da so eine grüne Hülle drum im Moment, die ist von Amazon, die habe ich euch aber auch schon mal gezeigt in einem Video. Und genau, so sieht das aus. Ich habe immer noch... Und... Genau, wenn man hier reingeht, sieht es immer noch alles so aus. Ich würde sagen, ich fange dann auch mal gleich mit dem Tutorial an. Und bitte nicht wundern, falls ich heute irgendwie ein bisschen fertig aussehe oder so. Wir hatten heute 9 Stunden Schule und in den letzten beiden Stunden hatten wir Sport und der Sportlehrer hat uns gequält. Also ich bin wirklich, ich bin fast gestorben. Es war so anstrengend, deshalb, es tut mir leid, falls ich ein bisschen fertig aussehe. Ich habe mich jetzt noch nicht wirklich geschminkt oder so, aber ich wollte das Video einfach noch schnell für euch abdrehen. Und ich wollte euch auch noch Bescheid sagen, dass ich jetzt neue Videotage habe. Also Donnerstag und Sonntag werden jetzt meine Videotage, weil es hatten sich auch viele gefragt. Aber genau, jetzt legen wir los mit dem Video und ich fange erstmal damit an, euch zu zeigen, wie ich meine Notizen mache. Ich habe jetzt einfach schon GoodNotes geöffnet und jetzt habe ich hier meine ganzen Notizbücher. Also das habe ich euch auch schon mal gezeigt, wie ich die erstellt habe in meinem anderen Video zu GoodNotes. Also ich habe jetzt schon mehrere. Aber in einem habe ich es euch auch gezeigt, welches finde. Gerade kann ich es euch hier auch irgendwie verlinken. Und genau, ich habe euch ja schon ein paar Notizen gezeigt. Und ich werde jetzt erstmal anfangen, wie ich die Überschrift mache. Also keine Ahnung, ich kann euch jetzt mal hier in... Geschichte zum Beispiel. Und ich habe gerade ganz vergessen zu sagen, dass ich euch in diesem Video auch noch zeigen werde, wie ich mein Hausaufgabenheft angelegt habe, weil ich habe mir jetzt nämlich auch ein Hausaufgabenheft auf GoodNotes gemacht, weil das einfach, ich habe gemerkt, das ist praktischer, wenn ich auch eins direkt auf meinem iPad habe, dass ich dann nicht noch extra mein Bullet Journal oder so rausholen muss, dann habe ich es einfach schon direkt auf meinem iPad alles in einem und kann gleichzeitig Hausaufgaben aufschreiben, da drauf schreiben und alles. Genau, also das werde ich euch auch noch in diesem Video zeigen, weil mir ist gerade aufgefallen, dass ich das vergessen habe zu erwähnen. Und nochmal, das sind jetzt wirklich keine Anfänger-Basics. Also wenn ihr das gerade runtergeladen habt, GoodNotes, dann wird das wahrscheinlich sehr, sehr verwirrend für euch sein. Deshalb empfehle ich euch erstmal mein erstes Tutorial, was ich vor einem halben Jahr oder so hochgeladen habe, anzuschauen. Und genau, jetzt legen wir aber echt los mit dem Video. Also diese Überschrift hier meine ich, weil da hat mich auch sehr, sehr viele danach gefragt, wie die geht. Und die geht einfach sehr, sehr, sehr schnell. Und man muss dafür kein Handlettering können, weil ich bin selber nicht so gut im Handlettering. Und es ist auch ein bisschen unpraktisch in der Schule einfach, weil da muss ja manchmal schnell gehen. So der Lehrer schreibt schnell irgendwas an die Tafel. Und da will ich nicht noch 5 Stunden diese Überschrift mit Handlettering machen. Also vielleicht gibt es auch manche, die das schnell und ordentlich können. Ich gehöre leider nicht dazu. Und ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich diese Überschrift haben kann, ohne dass ich die jedes Mal handlettern muss. Und zwar braucht ihr dafür einfach nur eine App. Und zwar ist es diese hier, die heißt iFont. Ich kann euch hier die nochmal einblenden und auch ein Bild von der App. Die ist kostenlos und die könnt ihr euch im Apple Store, im App Store könnt ihr euch die runterladen. Also hier, die heißt iFont. Also ich erkläre es euch jetzt Schritt für Schritt. Und der erste Schritt, den ihr machen müsst, ist bei Safari dafont.com einzugeben. Ich schreibe es euch auch nochmal hier hin. Und genau, das machen wir jetzt mal schnell. Also das ist diese Seite hier, wenn ihr mein anderes Video geschaut habt, wo ich euch die Deckblätter erklärt habe. Da haben wir auch schon diese App gebraucht. Nicht App, diese... Website. Und jetzt geben wir da den Namen ein von der Schriftart, die ich halt immer für meine Überschriften hier verwende. Also der Name von dieser Schriftart. Ich schreibe euch den auch mal hier hin, da könnt ihr den nämlich einfach nehmen. Oder ich verlinke euch einfach die Schriftart in der Infobox. Das kann ich auch machen, da müsst ihr nicht extra danach suchen. So, jetzt haben wir hier auch schon die Schriftart. Und dann, wenn ihr die gefunden habt, ist das nächste, was ihr macht, ihr klickt hier auf Download. Das ist auch alles vollkommen kostenlos. Also ich hatte noch nie irgendwelche Probleme damit. Dann geht ihr hier auf Laden. Und dann wird das Ganze hier runtergeladen. Dann klickt ihr einfach hier drauf bei diesem kleinen Pfeil. Ich hoffe, man kann alles gut erkennen. Und jetzt sind wir hier bei Dateien gelandet. Da habe ich noch ein paar eingescannte Blätter von mir. Jetzt habt ihr die hier, da klickt ihr einmal drauf.
Und genau, dann müssten hier so zwei Dinger sein. Und dann habt ihr es auch schon geschafft, den ersten Schritt. Jetzt braucht ihr die App, die ihr euch hoffentlich schon runtergeladen habt. Die heißt iFont. Habe ich ja eben euch schon gezeigt. Und dann geht ihr hier oben einmal, also jetzt haben wir halt die App geöffnet, habe ich ja eben schon gezeigt. Dann geht ihr hier auf Import. Und dann habt ihr hier eure gerne Schriftart noch drin, die wir eben bei Dateien runtergeladen haben. Die sollte jetzt hier kommen. Dann klickt ihr da einmal drauf. Und dann geht ihr hier einfach auf Import. Und dann habt ihr die jetzt schon auf der App drauf. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. So, ich habe mir jetzt einmal schnell eine andere Schriftart runtergeladen, weil die habe ich ja schon installiert und das wäre sonst ein bisschen blöd. Also ich habe jetzt einmal diese hier da auf die App gezogen, sagen wir jetzt mal. Und dann müsst ihr halt als nächstes auf installieren gehen. Und dann müsst ihr hier auf Zulassen gehen. Dann geht ihr hier auf Schließen. Und dann kommt hier, dass man die Einstellung einmal öffnen soll. Und das machen wir jetzt als nächsten Schritt. Also ich war am Anfang auch komplett verwirrt, wie das geht, aber es geht ganz einfach. Dann steht hier Profil geladen und dann müsst ihr hier einmal auf Installieren gehen. Und dann wieder auf Installieren und dann am Ende nochmal auf Installieren. Und jetzt habt ihr eine neue Schriftart in eurem iPad drin. Ich habe jetzt schon diese vier Schriftarten da drin und man kann unendlich viele laden, glaube ich. Also ich finde es richtig cool, weil so kann man viel schönere Schriftarten aufs iPad laden, als es eigentlich sonst gibt. Jetzt seid ihr auch schon fertig, also das ist eigentlich alles, was ihr machen müsst. Jetzt geht ihr wieder auf GoodNotes und dann habt ihr eure neue Schriftart. Wenn hier gibt es ja diese verschiedenen Tools und dann geht ihr halt auf das Schriftart-Tool, keine Ahnung, wie man das nennt. Wir öffnen jetzt mal eine neue Seite hier. Jetzt schreiben wir zum Beispiel YouTube-Video. Jetzt wählen wir das Ganze aus und jetzt könnt ihr hier eure Schriftart suchen, die ihr gerade runtergeladen habt. Also meine hieß jetzt so, die ich eben runtergeladen habe. Aber die ich immer verwende, ist jetzt hier. So. Und dann könnt ihr auch die Größe ändern. Ich nehme meistens für Überschriften die Größe 50. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu groß. Ja, also ich nehme immer die Größe 50 und dann könnt ihr es so lang ziehen. Dann habt ihr das jetzt alles da geschrieben. Und dann mache ich als letztes noch den Textmarker und zwar nehme ich den auf ganz groß und dann nehmen wir jetzt mal, wir nehmen mal so hellorange und dann könnt ihr hier einmal drüber gehen und schon seid ihr fertig mit eurer Überschrift. Also das war es eigentlich schon, es geht wirklich sehr, sehr, sehr schnell und auch wenn ihr im Unterricht dann was mitschreiben müsst, ist es sehr praktisch, finde ich. Das war es jetzt auch eigentlich schon dazu, wie ich meine Notizen mache und wenn ich hier schreibe, schreibe ich halt mit immer 0,5 mm und mit dem Kugelschreiber, aber daran hat sich auch nichts verändert eigentlich seit meinem ersten GoodNotes Video. Und ich zoome halt immer ran und dann schreibe ich halt ganz normal. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten und zwar wollte ich euch zeigen, wie ich mein Hausaufgabenheft auf GoodNotes gestaltet habe. Das ist hier einmal. Ich habe das so beige gemacht, die anderen sind alle relativ bunt, aber das dachte ich mir, mache ich einfach mal in beige und wenn wir da drauf gehen, ich zeige es euch mal von vorne an. So sieht einmal das Deckblatt aus, das habe ich euch ja schon in einem anderen Video gezeigt, wie ich das immer so mache. Und genau, dann habe ich hier einmal meinen Stundenplan. Ich kann euch hier auch mal die Vorlage dazu einblenden. Die Vorlage dazu habe ich aber aus dem Internet. Also ich war zu faul, mir noch einen eigenen Stundenplan komplett selber so aufzumalen. Aber ich blende euch hier mal den leeren Stundenplan ein, damit ihr den einfach screenshotten könnt und theoretisch auch in euer GoodNotes einfach importieren könnt. So, also das war meine zweite Seite bei meinem Hausaufgabenheft. Vielleicht mache ich noch einen Kalender rein, wo ich meine ganzen Arbeitstermine reinschreibe. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und dann, wenn wir auf die nächste Seite gehen, ist halt einfach ein ganz normales Hausaufgabenheft. Also ich schreibe hier immer das Datum hin. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Erledigt-Spalte, aber bis jetzt war die eigentlich überflüssig, weil ich nutze die eigentlich gar nicht. Also ich hätte da oben theoretisch auch einfach Notizen hinschreiben können. Und genau, hier in der zweiten Woche hatten wir schon deutlich mehr Hausaufgaben auf, wie man sieht. Und dann schreibe ich immer das Datum hin. Montag auch alles mit dieser Schriftart, die wir uns eben runtergeladen haben. Und da werde ich euch jetzt einmal schnell zeigen, wie ich diese Linien da gezogen habe. Vielleicht blende ich euch da auch mal eine Vorlage ein. Einfach ohne Datum halt, damit ihr das immer benutzen könnt. Ihr müsstet halt dann das Datum selber dazu schreiben, aber ich denke nicht, dass das irgendwie ein Problem ist. Und ja, so sieht mein Hausaufgabenheft aus. Also das ist die Woche, wo wir gerade drin sind oder drin waren, besser gesagt. Und das ist jetzt für nächste Woche. Da habe ich aber auch noch nicht alles eingetragen. Und genau, wir erstellen es jetzt, da habe ich die eben zweimal. Wir erstellen jetzt auf jeden Fall eine Vorlage für die nächste Woche, also für die übernächste Woche dann. Und dann nehme ich euch jetzt mal ein bisschen mit, damit ich euch einfach zeigen kann, wie ich das so gemacht habe. Aber ich blende euch eh nochmal eine Vorlage ein für die, die das irgendwie nicht machen wollen oder wenn ihr zu faul seid. Nein, Spaß. Aber ja, ich blende euch auf jeden Fall am Ende nochmal eine Vorlage davon ein.
Ich lasse mir übrigens immer so eine Vorlage übrig, also wo ich schon diese Linien vorgezeichnet habe, aber ohne halt, dass da was steht. Also ich hätte theoretisch auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag so da stehen lassen können. Aber ich habe das halt einfach so eine Vorlage, weil dann kann ich einmal hier, wenn ich dieses Lasso-Tool nehme, kann ich es einmal alles kopieren und dann hier auf aktuelle Vorlage. Und dann kann ich das Ganze da einmal einsetzen. Weil dann müsste es nicht jedes Mal neu zeichnen. Aber ich werde es jetzt einmal mit euch komplett neu zeichnen. Also ich probiere es eigentlich so wieder aufzumachen. Und dann setze ich auch noch die Wochentage und das Datum ein. Also ich bin jetzt fertig damit und ich werde euch diese Vorlage hier auch einmal einblenden. Und genau das Letzte, nachdem ich auch sehr viele gefragt habe, ist, wie ich Blätter überhaupt in GoodNotes einscanne. Und ich dachte eigentlich so, dass das alle wissen müssten, aber ich zeige es euch jetzt einfach mal kurz, weil da hat mich echt viele gefragt. Und zwar zum Beispiel hier, da habe ich jetzt ein Arbeitsblatt eingescannt und dann kann man darauf ganz normal schreiben. Also es klappt wirklich sehr, sehr gut. Und dann müsst ihr einfach nur auf dieses Plus hier oben gehen und dann gibt es hier die Möglichkeit Dokument scannen. Dann geht ihr da halt drauf. Und dann könnt ihr auch ein Dokument scannen. Ihr könnt es aber auch in Dateien machen und dann in GoodNotes importieren. Das mache ich auch manchmal, weil bei GoodNotes gibt es ja manchmal solche weißen Ränder. Also die machen da irgendwie so automatisch weiße Ränder drum. Aber ihr könnt es auch bei Dateien ganz einfach einscannen, wenn ihr das vermeiden wollt. Hier, und da gibt es auch die Möglichkeit, ein Dokument zu scannen. So Leute, das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Also ich hoffe, dass ich euch damit irgendwie weiterhelfen konnte, euch inspirieren konnte oder dass ich euch noch ein paar neue Sachen gezeigt habe, die ihr vorher noch nicht von GoodNotes kanntet. Wenn ihr noch andere Videos habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und diesmal vergesse ich nicht, jemanden am Ende vom Video zu grüßen, weil ich vergesse es leider sehr, sehr oft. Und genau, ich habe jetzt auch schon einen Kommentar rausgesucht und zwar diesen hier. Ihr seht ihn jetzt eingeblendet. Wenn alles klappt. Und zwar wurde der von der lieben Selina geschrieben. Und das ist auf jeden Fall mega, mega lieb von dir. Du verfolgst mich schon seit 3 Monaten. Ich finde es immer so krass, wenn mir Leute schreiben, dass sie mich schon so richtig lange verfolgen. Das freut mich immer voll. Und genau. Also ich grüße dich auf jeden Fall, liebe Selina. Und wenn ihr auch gegrüßt werden wollt, schreibt mir gerne einmal einen Kommentar in die Kommentare und schreibt dazu, dass ihr gerne gegrüßt werden sollt. Vielleicht kann ich auch mehrere in einem Video grüßen oder so. Aber genau, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und genau, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann ciao, Leute! Put your head on.